Jo Leute, heute möchte ich gerne mit euch mal ein Unboxing-Video machen. Ich habe ein paar Sachen erreicht diese Woche von eBay Kleinanzeigen, von eBay. Es sind unterschiedliche Sachen. Ihr seht hier schon ein großer Karton, da weiß ich natürlich, was drin ist. Ich weiß natürlich auch von den anderen Artikeln, die ich bestellt habe, wohl nicht mehr 100% ganz genau. Und was wo drin ist, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall habe ich hier einen großen Karton. Einen kleineren Karton, einen Umschlag, den ich hier vorab schon ein bisschen geöffnet habe, damit es nicht so lange dauert. Noch einen kleinen Karton. Und noch einen Umschlag. Ihr seht, eine Menge Sachen. Ja, würde ich jetzt gleich mit euch gerne zusammen auspacken. Bin mir jetzt nur noch nicht sicher, ob ich die Kamera... Na, ich werde die Kamera wahrscheinlich jetzt hier umschwenken und wird die auf den Tisch richten. Ich glaube, das können wir ja machen. So. Ja, habe euch ja gesagt, dass ich jetzt gleich ein kleines Unboxing starten werde. Könnt ihr direkt damit anfangen. Leute, wenn ihr sehen würdet, wie es hinter der Kamera aussieht. Man richtet natürlich mal alles schön ein und so, damit alles hier ordentlich aussieht und so weiter. Aber der Aufbau, um das hier alles ordentlich hinzukriegen mit dem Licht und so weiter, ist echt witzig. Ja, könnte ich die Kamera jetzt nehmen, würde ich einmal rumschwenken, aber ich glaube, das tue ich euch nicht an. Okay, wie gesagt, mich haben ein paar Sachen erreicht, die würde ich jetzt gerne mit euch zusammen auspacken. Ich habe natürlich das eine oder andere schon vorab ein bisschen geöffnet. Ich weiß jetzt auch nicht, was in welchem Paket drin ist. Fange einfach mal mit einem Umschlag an. Großer Luftpolsterumschlag im guten Michael. Ist ein Einschreiben. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was ich da bestellt hatte. Das ist, glaube ich, ein Switch-Spiel. Ah ja, ja, ja. Ich hatte mir einmal Cinemora X bestellt. Ich habe es schon in meiner Sammlung. Leider muss ich sagen, ist das Spiel sealed und ich habe die ganze Zeit jetzt so einen Bock drauf gehabt, das Spiel mal zu spielen und wollte aber die Verpackung nicht aufmachen. Insofern habe ich es nochmal bei eBay gesucht und auch gefunden. Ist ein recht guter Zustand. Wie soll es auch anders sein? Ist ja nicht viel dran, was im schlechten Zustand sein kann, außer dass die Hülle mal verkratzt ist oder so, aber ist in dem Fall jetzt nicht so. Einmal Cinemora X. Für die Switch bezahlt habe ich 11 Euro inklusive Versand. War, sag schon, war eine Auktion, die ich da mitgemacht habe. Und ich habe, glaube ich, maximal 12 Euro eingegeben und habe es auch direkt bekommen. Ja, freue mich auf jeden Fall drauf, das mal zu zocken. Ja, Spiel Nummer 1. Ja, also die liebe Elnara, die hat mir auch was geschickt. Und zwar von eBay Kleinanzeigen. Da habe ich einen Artikel gefunden, den ich in meiner Sammlung habe. Leider geöffnet. Und es ist auch ein Artikel, über den ich in meinen letzten Videos ein bisschen geredet habe, weil der mir sehr, sehr oft und sehr häufig über den Weg läuft. Jetzt also schon wieder. Aber diesmal auf jeden Fall mit Anleitung, denn ich habe mir bestellt einmal Luigi's Mansion 2 für den 3DS. Noch verpackt und sealed. Ist die Nintendo Select Edition. Macht mir aber nichts. Hauptsache es ist noch verschlossen. Kann so in meine Sammlung wandern. Weil ich habe das mittlerweile genug gespielt. Das habe ich sowieso vor mit meiner Sammlung. Diese Spiele, die ich mir jetzt besorgt habe, sind ein paar mehr gewesen, als ich eigentlich vorhatte, mir zu besorgen. Ich hatte eigentlich vor mit meiner ganzen Sammlung die Videospiele für die Konsolen, die ich damals hatte, also wirklich so die Top-Kracher nochmal nachzuholen und wollte mir die Spiele halt einfach besorgen, wollte die spielen und jedes Spiel hatte ich mir vorgenommen, was ich durchgespielt habe,
würde ich mir im Sealed nochmal besorgen, in meine Sammlung stellen und dann das Spiel, weil ich gezockt habe, jemanden weiterverkaufen, der es auch zocken kann. Und, aber ich glaube, so viel, wie ich schon besorgt habe, werde ich niemals zocken können. Naja, so ist das, glaube ich, manchmal mit den Sammlungen. Gibt ja genug Tipps im Internet, wie man eine Sammlung startet, dass man sich einen genauen Plan macht, was man haben will und so weiter. Naja, das ist bei mir genauso schief gegangen wie bei jedem anderen auch, glaube ich. Und insofern, ja, was will man machen? Aber das ist auf jeden Fall mein Vorhaben. Luigi's Mansion 2, versiegelt. Okay, das nächste, was ich bestellt habe, ist von der Michaela, auch von eBay Kleinanzeigen. Auch der Deal, super fair, ging ziemlich schnell, hat ein Spiel gesehen da für 25 Euro. Ziemlich aktuelles Spiel, also relativ aktuell. Hab dazu gegriffen, die 25 Euro waren inklusive Versand. So günstig hatte ich bisher noch nicht gesehen, deswegen habe ich da einfach mal zugegriffen. Und zwar, die Rede ist von Super Mario Odyssey. Wie gesagt, der gängige Preis liegt so zwischen 30 und 35. Hab's auch schon für 40 weggehen sehen. Also Michaela, falls das siehst, was ich wohl nicht glaube, sehr fairer Preis. Vielen Dank fürs schnelle Zuschicken. Ich werde es genießen. Dankeschön. So, und nun zu dem Paket von SK Games. Was auch immer SK heißt, werde ich wohl mal nochmal nachschauen müssen. Aber ich werde jetzt auch keine Werbung machen, bevor ich nicht weiß, wie die Sachen aussehen, die hier drin sind. Stand brandneu, stand dran. Ist ein Spiel, was der gute Jan, der Raketenjanse, sehr, sehr schätzt. Ich glaube, ist sogar sein Lieblingsspiel. Wer aufmerksam die Videos guckt, weiß jetzt schon, was drin ist. Ich habe es mir in doppelter Ausführung besorgt. Zweimal sealed. Einmal werde ich das auf jeden Fall sealed lassen. Ich habe schon so viel darüber gesehen und auch die Soundtracks schon gehört und so weiter. Ich glaube, ich werde sehr begeistert sein von dem Spiel. Einmal werde ich es natürlich auspacken, zocken. Vielleicht werde ich es dann wieder verkaufen oder einfach zum immer wieder mal zocken, mal einlegen oder so. Ja, die Rede ist natürlich von... Hier kommt erstmal die Rechnung. Ich kann euch ja erstmal sagen, was es gekostet hat. Insgesamt habe ich bezahlt 39,98 Euro. Macht halt 19,99 pro Spiel. Und die Rede ist natürlich von Nier. Ich habe so Bock darauf, dieses Spiel zu zocken. Ich bin auch froh, ja, dass es original versiegelt ist, brandneu. So stand es auch drin. Jawohl, also Neuware. Genau wie das hier. Ja, perfekt. Ich glaube, dann werde ich nur eins öffnen, gucken, ob hier ein paar Unterschiede sind in den, wenn schon ein bisschen was geöffnet ist oder angekratzt oder sowas. Ist eigentlich bei keinem Paket so. Insofern werde ich mir das nehmen, wo ein kleiner Kratzer drauf ist, hier oben, und das in meine Sammlung wandern lassen. Ich habe es auch bisher leider noch nicht auf irgendeinem Flohmarkt gesehen oder so. Auch nicht bei Kleinanzeigen. Ich habe mehrfach danach gesucht. Leider nicht gefunden. Und ja, natürlich ist ein brandneuer Artikel. Tut einem das Herz weh, so ein Spiel aufmachen zu müssen. Aber wie gesagt, ich will es ja zocken. Und ja, natürlich wunderbarer, schöner, geiler Top-Zustand. Ja, riecht natürlich ganz neu. Code halte ich jetzt mal nicht in die Kamera. Spiel ist brandneu. Ja, wird dann wohl heute Abend das erste Mal in der PlayStation landen. Anleitung dabei, natürlich. Im niegelnagelneuen Top-Zustand. Auch selten bei mir, weil ich ja meistens die Produkte gebraucht kaufe oder von Kleinanzeigen. Das riecht noch so neu, nach ekelhaftem Plastik. Naja. Eine große Sache habe ich noch. Einen fetten, riesen Karton. Den werde ich jetzt wohl im Stehen hier mal aufmachen
und euch präsentieren, sonst sieht man mich hinter dem Karton nicht. Das ist eine Sendung von dem lieben Fabian. Da kann ich wirklich sagen, lieben Fabian, weil ich den kennengelernt habe jetzt. Wir hatten einen Deal bei Kleinanzeigen, der sich ein bisschen schwierig gestaltet hat. Inseriert hatte er ein Nintendo 64 in OVP. Ich hatte mir die N64 angeschaut und habe halt im Hintergrund gesehen, dass noch ein Super Nintendo da lag in der Mario All-Stars Edition, und das hätte ich gerne gehabt. Habe ihn dann angeschrieben, ob er das auch verkauft, und er sagte eigentlich, naja, diese Dinge sind eigentlich nicht zu verkaufen, es sei denn, wir kommen ordentlich preislich so zurecht, dass wir beide zufrieden sind. Ja, ich habe dann natürlich mal angefragt, was kosten soll und so weiter. Er hat mir einen Preis genannt, den ich recht fair fand, auf jeden Fall. War ich auch bereit zu zahlen. Wie ihr wisst, gute Sachen werde ich auch ordentlich und vernünftig bezahlen und mir die Sachen in die Sammlung stellen. Refinanzieren werde ich die Sachen auf andere Art und Weise. Ja, hat mir dann halt ein paar Bilder schicken lassen und so weiter. Leider hat mir die OVP der beiden Konsolen nicht so gut gefallen. Waren ein paar kleine Abrisse dran, waren Schleifstellen dran und ein paar Schürfungen und so weiter. Und eine Sache hatte ich aber trotzdem noch da gesehen und habe gefragt, ob er mir die dann vielleicht geben würde. Ja, da sind wir dann ein bisschen in Verhandlungen getreten. Ja, sind dann auf einen recht angenehmen Preis gekommen. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem, was ich eigentlich nochmal sagen wollte, dass es super fair war von dir, Fabian, das zu machen. Und zwar ist es so gewesen, dass der Fabian das erste Mal PayPal benutzt hat und sein Konto, glaube ich, soweit noch nicht verifiziert war und so weiter. Kennt das ja wahrscheinlich. Ich hatte die Probleme auch am Anfang. Ich habe dem Fabian das Geld rübergeschickt und dann stand da, dass er lange Zeit warten muss, 21 Tage oder so. Jetzt hat er gedacht so, wenn ich 21 Tage auf das Geld warten muss, bringt mir das alles nichts. Also wollte er quasi unseren Deal abbrechen. Hab ihm gesagt, hey, das Geld wird schon kommen und so weiter. Das muss noch verifiziert werden und so. Aber er hat dann halt gesagt, er möchte gerne den Kauf abbrechen und so. Und hab ihm dann meine PayPal-Adresse quasi rübergeschickt. Und er hat mir das Geld wieder zurückgesendet, den vollen Betrag. Problem an der Sache nur ist, dass diese Transaktion jetzt in meinem PayPal-Konto angezeigt wird als offene Transaktion. Das heißt, ich habe keinen Zugriff auf das Geld. Und ja, PayPal muss dann noch was regeln. Das hatte ich ihm dann rübergeschickt. Ich habe ihm das Bild geschickt, dass es auf offen steht und so weiter und so weiter. Ich hatte jetzt nur mal halt ein Produkt bezahlt. Das Geld ging von meinem Bankkonto ab. Habe es rübergeschickt. Ich habe keine Verfügung mehr gehabt über dieses Geld. Und Fabian hatte jetzt die Konsole zu Hause. Und ja, das Geld ist halt in der Warteschleife gewesen. Gut, was soll ich machen? Konnte ich nicht ändern. Dann habe ich mit Fabian telefoniert. Wir sind uns da ein bisschen näher gekommen, sage ich mal, was die ganzen Verhandlungen und so weiter betraf. Wir haben ein bisschen über Sammlungen gequatscht, wir haben ein bisschen über Spiele gequatscht und so weiter. Das endete letztendlich damit, dass der Fabian gesagt hat, weißt du was, ich schicke die Sachen morgen früh sofort raus. Dann hast du die Sachen da. Ich habe jetzt zwar keine Verfügung über das Geld, weil ich es dir zurückgesendet habe, aber du hast dann auf jeden Fall den Artikel da. Und sobald das Geld dann frei ist, schickst es mir rüber und damit bin ich dann halt einverstanden. Also das muss ich sagen, super faire Geste, total klasse. Heute mit dem Tag steht im PayPal-Konto drin, dass das Geld morgen früh um 9 Uhr freigegeben ist. Und ja, ich dann quasi das Geld zur Verfügung habe auf meinem PayPal-Konto und dem Fabian natürlich Ehrensache, das Geld sofort im vollen Betrag natürlich zuschicken werde. Und bin jetzt erstmal froh, das Paket auszupacken und mal zu schauen, wie das alles so aussieht, den Deal, den wir gemacht haben. Ich bin guter Dinge, freue mich drauf und ja, seht ihr jetzt gleich. Okay, ich würde sagen, ich sage von hier aus schon mal danke fürs Zusehen. Erstes Unboxing hinter mich gebracht. Ich hoffe, der Platz ist okay, man kann es gut sehen, dass ich das jetzt nicht nochmal aufzeichnen muss, weil irgendwas nicht stimmt. Ich glaube, ich werde darauf verzichten. Ich hoffe, dass es alles okay so, und sollte das eine oder andere drin sein, was mich noch stört. Ich glaube, diesmal lasse ich es drin. Ich habe heute keine Lust mehr. Ja, dann würde ich sagen,
bis zum nächsten Mal, zum nächsten Unboxing, zum nächsten Trödelmarkt. Ach ja, eine Sache noch, ich werde jetzt wahrscheinlich die nächsten 2 Wochen kein Video hochladen können. Ich habe mächtig viel zu tun. Wir bauen auf der Arbeit große neue Wände und ich werde nicht zum Trödelmarkt kommen, werde auch den ein oder anderen Tag zwischendurch mal unterwegs sein und naja, vielleicht mal ein bisschen was über Games quatschen, hier und da mal ein Filmchen machen über das, was ich gerade veranstalte oder so. Ja, vielleicht seht ihr mich so zwischendurch, vielleicht habt ihr Bock drauf, vielleicht wollt ihr auch nur die Spielsachen sehen, ich weiß das alles noch gar nicht. Auf jeden Fall werde ich wahrscheinlich zwischendurch einfach mal ein Video hochladen, mal gucken, wie es so ankommt, könnt ihr ja in den Kommentaren schreiben. Und ja, ansonsten denke ich mal, ein neues Flohmarkt-Video kommt, vielleicht werde ich auch mal einen Gaming-Abend machen, vielleicht mal mit einem Kumpel auf der Couch oder so, dass wir ein bisschen nebeneinander zocken wie früher und eine Runde Worms spielen oder so. Da habe ich schon mächtig Bock drauf. Naja, die Flohmarkt-Saison geht ja jetzt bald zu Ende. Weiß nicht, ob ich jetzt in den nächsten 2 Wochen dazu komme, den Flohmarkt zu besuchen. Ich hoffe, aber ich denke eher nicht. Insofern seht ihr wahrscheinlich das nächste Pickup-Video vom Flohmarkt ja, in 3 Wochen oder so. Sofern es dann auch nicht zu kalt ist und überhaupt die Flohmärkte noch stattfinden. Würde ich sagen, bin ich jetzt erstmal raus. Vielen Dank fürs Zugucken und man sieht sich. Bis dahin. Okay, lieber Fabian, ich werde jetzt das Paket mal auspacken und hoffen, dass alles so ist, wie du es mir beschrieben hast. Und auf den Fotos konnte ich schon einiges sehen. Ja, ich bin gespannt. Ah. Okay, dieses Paket ist natürlich noch zu. So. Ein ganz vorderes Stück hier oben. Dann ist es kaputt gemacht. So, verpackt ist es schon mal recht putzig. Sieht von oben auch noch ganz gut aus. Ja, Leute. Weiß nicht, ob ich ein Ratespiel daraus machen soll. Vielleicht könnt ihr da was gewinnen. Ich überlege gerade mal. Pack's mal aus, vielleicht werde ich das Video ja doch. Ah, nein. Erstmal, okay, der liebe Fabian hat gesagt, bitte vergiss nicht, ich habe dir noch was reingeschmissen an der Seite. Schmeiß es nicht mit weg, schau es dir auf jeden Fall an. Ich habe es jetzt gerade gesehen, das ist das Goodie. Es ist ein original verpacktes Goodie. Krass. Und zwar mir Planet Dream für den Dreamcast rübergeschickt. Ich kenne das Spiel nicht. Ist aber original verpackt, sieht aus wie ein Puzzle-Plattformer vielleicht von Sega. Fabian, nicht nötig gewesen, aber herzlichen Dank dafür. Dankeschön. So, und jetzt kommen wir zum Paket. Und zwar ist es einmal die Europa-Version vom NES. Soweit es aussieht, sieht es recht gut aus. Ja, gut, ein bisschen Lagerspuren dran, ein bisschen hin und her gefahren, aber ansonsten eigentlich, so wie es aussieht, in einem ja, recht angenehmen, guten Zustand. So hatte ich mir das Paket gewünscht. So wollte ich es haben. Wie gesagt, habe lange gewartet, bis ich das gefunden habe. Ich glaube, das ist auch dementsprechend so, wie ich es mir gerne in die Sammlung stellen würde. Und ich muss sagen, es war wirklich ein sehr, sehr fairer Preis. Ich habe nicht sehr weit über 100 Euro bezahlt. Auch nicht 150. Ganz so weit ist es nicht gegangen. Bin so froh, dass ich die Konsole jetzt endlich habe. Fabian, ich denke, das war eine ganz faire Geschichte, so wie wir es geregelt haben. Ich freue mich total, das jetzt mal zu öffnen und mal zu schauen, was alles so drin ist. Unglaublich, diese Konsole wieder zu haben. Ich freue mich so drauf. Okay, packen wir das Ding mal aus.
Ja. Karton, wunderbar in Ordnung. Klasse, sieht sehr gut aus. So wie es aussieht, ist auch na, Styropor nicht ganz okay. Hier ist eine kleine Stelle, wie ihr seht. Ja, das habe ich jetzt so auf den Fotos nicht gesehen, aber ich glaube, das hat den Kauf auch nicht verhindert. So. Ja, was ist denn alles so drin? Ein Zettel. Ich denke mal nicht, dass das die komplette Anleitung ist. Ihr kennt euch da ein bisschen mehr aus, muss ich mal checken. Auf jeden Fall ein Anleitungszettel ist drin. Dann sind noch die Plastikbeutel dabei. Ein Controller sehe ich hier. Der zweite Controller. Sehen noch alle recht gut aus. Keine Vergilbung oder so. Ein RF-Adapter. Ja. Den werde ich wohl an meinem Fernseher noch anschließen können. Ja, ein 4-Spieler-Adapter. Das ist der NES 4-Score. Auch noch mit drin. Naja, alles, was das Superset halt so beinhaltet. Noch ein Controller. Auch gut aus. Fühlt sich sehr gut an. Klasse. Wunderbar. Und das Netzteil noch dabei. So, was mich jetzt ein bisschen wundert ist. Moment. Ah, hier ist noch eine Anleitung. Das ist die Anleitung dazu. Sieht auch noch sehr gut aus. Ja, was mich jetzt ein bisschen wundert ist, der Fabian hat gesagt, es sind 4 Controller drin. Es sind nur 3 Controller drin. Und der 4-Score-Adapter, so wie ich das sehe, ja. Mal anschreiben bei Fragen, wo der 4. Controller ist, ob er den zu Hause noch hat, dann kann er mir den nochmal nachsenden oder so. Ja, und jetzt zum Herzstück. Gute NES-Konsole. Sieht noch recht gut aus. Keine Vergilbung. Ein bisschen fleckig hier oben drauf. Vielleicht mal wegmachen müssen. Ja, ansonsten sieht das Gerät eigentlich top aus. Hoffe, dass es auch ordentlich funktioniert. Klappe. Sieht auch noch wunderbar aus. Ja, werde ich jetzt gleich mal testen. Und den guten Fabian mal anschreiben, wo der 4. Controller denn abgeblieben ist. Ja, ansonsten Leute, bin ich total froh, endlich meine Nintendo-Sammlung soweit komplettieren zu können, dass ich jetzt auch das NES wieder habe. Ich habe es lange gesucht in einem ordentlichen Zustand. Ich denke, der Zustand ist wunderbar. Der reicht für meine Sammlung. Ich werde mir jetzt noch ein Plastikcase bestellen. Wahrscheinlich bei Video Game Empire. Ich muss den Namen einfach mal sagen. Da habe ich meine ganzen Plastikhüllen und so weiter bestellt. Sind auch alle recht zügig angekommen und bin auch sehr zufrieden damit. Also danke dafür, Video Game Empire. Okay, ja gut. Dann werde ich die Sachen jetzt mal ausprobieren. Gucken, ob es funktioniert. Und dann werde ich wohl mal eine Runde Mario 3 zocken. Ich glaube, das mache ich. Fabian, vielen Dank für den Deal. Eine Sache noch, Leute. Denkt an das Abo-Gewinnspiel. Sagt ein paar Freunden Bescheid. Sollen einfach meinen Kanal abonnieren. Kostet ja nichts letztendlich. Bei 100 Abonnenten kann es losgehen. Da starten wir das neue Gewinnspiel und ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil 100 ist eigentlich eine coole Premiere, ob ich jetzt schon eine Sache raushauen werde, die auf jeden Fall sehr, sehr fett ist, oder ob ich mir das noch ein bisschen aufspare für die nächsten Gewinnspiele. Eigentlich habe ich Bock zu verlosen und ich weiß noch nicht, ob ich so lange hier stehen lassen will, bis ich dann bei einem 200-300 Abo Gewinnspiel bin. Keine Ahnung, wie weit das alles so geht.
ja, ich hoffe, ihr guckt meinen Kanal gerne und ja, begleitet mich noch eine Weile. Mir macht es auf jeden Fall viel Spaß. Dankeschön.